Kurz nach Mitternacht geht's weiter bei uns hier bei Witcher 3. Und damit meine ich nicht die interne Spielzeit oben rechts angezeigt, sondern in der Realität. Bin ich jetzt kurz nach Mitternacht, das ist genau eins nach. auch im Spiel nähern wir uns dieser Zeit, aber ich dachte mir, wir könnten wieder uns hier eine Runde erlauben. So, nach der letzten Folge, wo ich doch ein bisschen verpeilt war, muss ich mich nochmal entschuldigen. Das war etwas peinlich, aber wir haben es ja doch letztendlich hinbekommen, die Quest dazu zumindest so weit voranzubringen, dass es jetzt weitergeht. Den Postakquisitor haben wir erfolgreich eingesetzt. Die gute Yennefer steht hinter mir und wir hatten auch eine kleine Begegnung. So, aber das nächste, was jetzt ansteht, ist folgendes. Sprich mit Lambert über die Reise zum Kreis der Elemente. Dem wollen wir uns jetzt widmen, beziehungsweise wir haben noch eine parallele Quest. Hier, finde Eskel und hilf ihm bei der Jagd auf den Gabelschwanz. Ich weiß nicht, was genau. Ich würde mal sagen, wir nehmen das, was am nächsten zu uns ist, sondern hier die erste Quest. Sprich mit Lambert. Tun wir das. Bin ich hier... Nein, ich kann hier nicht rennen. Alles klar. So, mit der Yennefer haben wir eigentlich alles besprochen, was es zu besprechen gab. Kann ich hier überhaupt nicht rennen, oder was? Huch. Du kannst das hier nicht tun. Bin ich überladen, oder wie? Warum ist er denn so lahm gerade? Nee, überhaupt nicht. Der kann einfach hier... Ah, so. Geht doch. Alles klar. Wir gehen die Treppen runter und bewegen uns auf Lambert zu. Hier in diesem düsteren Gefilde. Der ist ja nicht wirklich sehr weit von uns entfernt. Ab durch die Inneneinrichtung. Schön. 20 Meter. Oh. Da ist sogar so ein Fresko, das habe ich gar nicht so wirklich realisiert. Na, was probiert er denn gerade mit dem Uma? Am Uma? Das ist der Lambert. So, ich wäre dann soweit. Ja, dann brechen wir auf. Kein Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Oh, ich wollte noch sagen, wir können nicht über die Berge gehen. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den Pfad aufbrechen. Hat Wesemir je gehört, wie du ihn nachäffst? Ja, der alte Mann findet... Savolas Durchbruch. Wurde der immer noch nicht gepflegt? Wesemir würde gerne. Mich stört's aber nicht. Niemand wird eine Belagerung starten. Und ich habe eine Abkürzung zum Teich. Hui. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Ups. Aha. Ah, ich liebe diese Aussicht also, hier bei Kaer Morhen. Schwimmen wir über den Teich? Nein, boah. Ich habe hier ein Boot vertäut. Zum Fischen. Geil. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lasse Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Hm, jetzt ergibt das Sinn. Krass. Okay. Was war das? Schnappen wir uns das noch gerade mit? Hundepetersilie. Interessant. Mann, 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 was ist das hier für ein Ort? Kannst du auch nicht mal da geschmeidig runterklettern, statt hier? Der macht das so elegant und wir? Klatsch. Okay. Wow. Was ein Ausblick. Gebt euch das mal. Boah. Komm, Lambert. Nicht trödeln. Ich bin derjenige, der die Aussicht genießen muss.
Speichern wir doch gerade mal noch mal kurz. So, Lambert. Oh, da sehe ich da schon was. Upsala. Hallo? Wieso zickt er bitte nicht? Hier ist nichts. Guter Schuss. Verlieren wir die Nerven. Komm mal runter. Das Jagen ist mit dieser Armbrust fast ein Vergnügen. Autsch, der hat gesessen. Na los, hau. Servieren wir noch mal bis sie. Braucht so lang zum Laden. Sieh einer an, ich bin beeindruckt. Was war das denn? Wo hast du diese Tricks gelernt? Das ist eine Kunst. Ich habe sie von einem Meister in Serikania gelernt. Bla bla. Erzähl das deiner nächsten Zauberin. Na also. Das kriegen wir doch. Was? Er hat sie nicht platt gekriegt. Na komm schon. Mann, alles muss man selbst machen. Ups. Nehmen wir nochmal alles mit, was hier übrig ist. Schön das Loot, Harpienfedern. Kriegt man ja nicht alle Tage. So, und weiter geht's in dieser schönen Landschaft. Zu schade, dass es hier nur von so Ungeheuern wimmelt. Ansonsten ist das hier doch der Premium-Urlaubsort eigentlich. So. Kommst du mit Wesemir wieder besser klar? Scheint so. Der Alte hält keine Moralpredigten mehr und ich versuche ihn nicht zu oft zu verärgern. Mhm. Klappt das? Mehr oder weniger. Aber die Festung ist groß genug. Wir gehen uns aus dem Weg. Hey, wo will der denn hin? Verdammt! Hab's genau hier verteut. Ich schwör's. Das Seil war bestimmt lose. Echt? Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für einen kleinen Ausflug losgebunden. Oh Mist, in diesem Nebel werden wir nie... Gab's hier einen Sturm, bevor ich ankam? Mhm. Ja, vor 5 Tagen. Mhm. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen und dann ist es in die Büsche getrieben. Ach ja, finde das Boot. Na dann. Ah, wir müssen es ja nicht mal wirklich suchen. Es wird uns ja gezeigt, wo wir hin müssen. Ah, okay, ich verstehe. Müssen wir es vielleicht doch suchen. Oh, das hört sich nicht gut an. Das sind doch die unsere kleinen Freunde. So geht das, Junge. Ich dachte, ich hätte den ausweichen können. Wow. Was ist denn jetzt los? Nein, du sollst verteidigen und nicht... Oh. Ist ja einfach mal in seine Hexersinne reingegangen. Ups, ich dachte, er wäre down. Zack, okay. Ein Wasserball. Das hat uns gerade noch gefehlt.
fast. Verlieren wir die Nerven. Einfach drauf. Okay, die hat... Na los, auf deinen Schlamm. Nein, die soll mich nochmal hauen. Was zu lange, ey. Also gut, der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn? Über den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen und wir sind da. Klingt jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein, hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur zwei Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben? Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arme gerannt, oder? Mhm. Nagt das immer noch an dir? Nagen? Nein. Bin aber stocksauer. Was zum Teufel sollte die Prüfung? Die meisten, die vom Kreis der Elemente zurückkamen, starben innerhalb eines Jahres in einem Sumpf auf der Jagd nach Ertrunkenen für 30 Kronen pro Kopf. Warum also das Ganze? Musst du Wesemir fragen. Habe ich. Mehrmals. Glaub mir. Los geht's. Rein ins Boot. Gut, aber ich nehme das Ruder. Weil? Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert. Also alle halt rudern. Ich hole mir aber nochmal das Loot. Yummy, yummy, ertrunkenen hören. Alles muss... Alles in seinen Beutel. Okay, was haben wir hier noch? Ertrunkenen Hirn. Okay, ab geht's ins Boot. Na auf. Jetzt nicht. Jetzt mal durch den Sumpf warten. Sag mal. So, ich bin drin. Ab geht's. Geralt? Muss ich mich auch noch hinsetzen? So. Und da segeln Hast wir dahin. Hast du das Boot alleine gebaut? Ja. Irgendwas damit nicht in Ordnung? Abgesehen davon, dass mir das Wasser bis zu den Knöcheln steht, nichts. Heul nicht rum. Wir schaffen es schon über den See. Vorausgesetzt, dass wir nicht irgendwo gegenfahren. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Naja, so schlimm ist es noch nicht. Ein bisschen neblig, aber mir auch nicht. Der Nebel ist so dicht wie du letzte Nacht. Sehr poetisch, Geralt. Oh, soll ich dir ein Gedicht vortragen? Mit Freuden. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Nicht schlecht. Ach ja, die Sprüche hier bei Witcher 3. Köstlich. Da muss ich ein Hühnerbrötchen drauf nehmen. Geh aus dem Wind, das Segel flattert. Sag einem Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht. So, okay, wie lange noch? Da. Die letzte Prüfung. Sieht nicht gemütlich aus. Bereit für die Höhlen? Fast. Aber bevor wir reingehen... Erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager? Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze? Ist Speerspitze immer noch da unten? Ja, ist er. Es sei denn, er hat uns einen Gefallen getan und ist verreckt. Er könnte jeden Moment hier sein. Wie geht der rein? Speerspitze ist ein tiefer Schläfer. Weckst du ihn, dann schläfst du tiefer. Na los. Ah, Hilfe! Hilfe! Hörst du das? Klingt wie ein Kind. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Es muss eine Täuschung sein. Und wenn nicht? Wir tun, was du willst. Lass uns nachsehen.
Sicherheitshalber. Wesemir hat recht, weißt du? Du stocherst wirklich in fast jedem Wespennest rum. Na schön, gehen wir. Vorher speichern wir aber natürlich nochmal. So, und einmal hier und zack. Und ich denke, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.